Halli, hallo, wir sind so froh. Für alle lieben Kinder sind wir die Herzverbinder. Kommt zu uns herein, um bei uns zu sein. Liebe Kinder, seid ihr auch schon ganz gespannt darauf, was Marie und Lena heute erleben werden? Ich auch. Dann hört mal gut zu, was heute passiert. Lena bekommt Post. Als Lena heute aus der Schule kommt, liegt ein großer Umschlag in der Küche auf dem Tisch neben ihrem Teller. Und ihre Mama sagt: Schau mal, Lena, du hast Post bekommen. Lena nimmt den Umschlag in die Hand. Oh, den Namen und die Adresse kenne ich ja gar nicht. Wer hat mir da wohl geschrieben, Mama? Vielleicht ist es jemand, der einen deiner Ballons bekommen hat, den wir am Silvesterabend in den Himmel haben steigen lassen, Lena. Das kann natürlich sein. Es ist ja aufregend, Mama. Ja, das ist es, Lena. Willst du denn den Umschlag gar nicht aufmachen? Nee, Mama, im Moment nicht. Da warte ich, bis Marie kommt. Und außerdem habe ich jetzt erstmal großen Hunger. Na, dann lass uns mal essen und lass es dir gut schmecken, mein Schatz. Lena ist voller Ungeduld und kann es kaum erwarten, dass Marie endlich kommt. Und sie fragt sich, ob Marie vielleicht sogar auch Post bekommen hat. Als Marie dann endlich da ist, fragt Lena sie, ob irgendetwas Besonderes passiert ist, als sie heute von der Schule nach Hause gekommen ist. Nee, bei mir nicht, Lena, aber bei dir, oder? Ja, Marie, stell dir vor, ich habe heute Post bekommen von jemandem, den ich gar nicht kenne, und Mama sagt, dass es vielleicht von jemandem ist, der einen unserer Ballons bekommen hat. Das ist ja aufregend, Lena. Und was steht in dem Brief? Das weiß ich noch nicht, Marie, denn ich möchte den Brief gerne mit dir zusammenlesen. Oh, das ist aber lieb von dir, Lena. Da freue ich mich ganz doll. Aber wollen wir nicht erstmal unsere Schularbeiten machen? Ja, okay. Dann können wir uns danach viel besser auf den Brief konzentrieren und müssen nicht mehr an die Schularbeiten denken. Komm, lass uns ganz schnell anfangen. Nachdem die beiden ihre Hausaufgaben erledigt haben, bringt Lenas Mama den beiden ein Stück Kuchen und eine Tasse Tee und sagt: Eine Stärkung für euch zwei. Und dann wäre es gut, wenn ihr auch noch mal ein bisschen nach draußen geht, um ein bisschen frische Luft zu bekommen heute. Aber Mama, dann muss Marie doch gleich nach Hause und wir haben den Brief noch nicht gelesen. Wie wäre es denn, wenn Marie heute bei uns schläft? Ich kann ihre Eltern anrufen und fragen, ob sie damit einverstanden sind, denn ihr müsst ja morgen erst später zur Schule und dann habt ihr nachher noch genug Zeit, um den Brief zu lesen. Oh, das wäre toll. Marie, willst du bei uns schlafen? Na klar, aber ich möchte vorher dann noch meine Sachen holen und auch mein Kuscheltier, denn ohne mein Kuscheltier kann ich nicht einschlafen. Maries Eltern sind damit einverstanden, dass Marie heute bei Lena übernachtet. Und so gehen die beiden los. Zuerst gehen sie auf den Spielplatz, um ein bisschen zu schaukeln, und dann gehen sie zu Marie nach Hause. Und Marie holt ihre Sachen und holt sich auch gleich noch einen Gute-Nacht-Kuss von Mama und Papa ab.
Und dann gehen die beiden voller Vorfreude zurück zu Lenas Mama, denn nun können sie es wirklich kaum noch erwarten, dass sie endlich den Brief lesen und wissen, wer da geschrieben hat. Aber ihr, liebe Kinder, erfahrt dies, also wer den Brief geschrieben hat und was in dem Brief steht, erst in der nächsten Geschichte. Und wenn ihr nun auch schlafen geht, wünschen wir euch eine gute Nacht und schöne Träume. Und vergesst nicht, euch nochmal einzustellen. Liebe Grüße. Segen, Segen, Segen auf all euren Wegen. Stellt euch auf den Heilstrom ein, dann wird der Bruno bei euch sein.